Monster zu, Monster zu. Playstyle führt uns dahin, keinen Kommen, Bruder, oh. In Minecraft Monster Zoo beginnt die finstere Zeit. Du bist gefangen und die Bestien sind bereit. Hier sind wir wieder bei PlaySample und weiter geht es mit unserem Minecraft Monster Zoo. Wir haben ja eine lange Pilotfolge jetzt gehabt, eine Stunde. Dann haben wir jetzt diesen Bereich gebastelt. Und bevor wir dann von hier aus richtig in den Monster Zoo hineingehen und unser erstes Gehege basteln, müssen wir natürlich noch diesen Vorgarten kreieren. Wir benutzen als erstes abgezogenen Akazienholz, Akazientreppe, Akazienzaun, Teppich, Leuchtrahmen, Laterne, Gemälde, polierte Schwarzsteintreppe und einen Blitzableiter. Den können wir direkt hier hin basteln. Zwei Stück, eins und die zwei. So, dann nehmen wir sofort eine Laterne, die können wir dann oben drauf klatschen. Fertig. Das bauen wir natürlich auf der anderen Seite genauso. Jetzt nehmen wir unseren abgezogenen Akazienholz. Dann gehen wir hier in die Ecke, lassen hier zwei Blöcke sichtbar. Ab den dritten machen wir jetzt hier 1, 2, 3 Blöcke. Dann werden wir jetzt nochmal 9 Stück basteln. Das heißt von hier aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder nur 8. So. Dann gehen wir einmal so zurück. Dann haben wir jetzt hier eine Breite von 3. Und dann haben wir von hier nach dort eine Breite von 9. Dann werden wir an den Seiten hier noch 1, 2 und dann nochmal 1 und 2. Hier das gleiche, 1 und die 2. Das hier ist nämlich hier der Tresen. Das heißt, wir nehmen jetzt Akazienzaun. Oder warte mal, wir nehmen jetzt was anderes. Wir nehmen diesen. Das ist einmal Tropen... Nee, warte mal. Doch, Tropenbaum. Die machen wir jetzt einmal hier oben hin. Dann machen wir die einmal hier... Würde ich sagen, ja genau, so, da einen hin. Ne, warte mal, ein bisschen Abstand. So, da. Dann lassen wir frei, dort, freilassen und dort. Dann nehmen wir einen Teppich, das sind nämlich jetzt hier so ein paar Hocker. So, haben wir jetzt 3 Stück gebastelt. Ihr könnt ja da noch 1 oder 2 mehr basteln, je nachdem. Dann machen wir hier einmal den Teppich hier drauf. Dann nehmen wir Leuchtrahmen, den bauen wir dann einmal... Hier jeweils mit einem Abstand immer da rein. So, Abstand. So, dann da drunter. Oder, warte mal, oder nebeneinander. So. So sieht das besser aus. Warte mal, hier machen wir die noch weg. So. So, genau so basteln wir das. Dann nehmen wir jetzt einmal unsere Akazientreppe. Die bauen wir dann als erstes hier 1, 2 und die 3. Dann von hier aus. Bis zur anderen Seite. Dann gehen wir wieder hier rum. Jetzt nehmen wir Akazienstufe. Und damit machen wir jetzt einmal das Dach zu. Dann an der Seite machen wir jetzt eine Tür. Dann werden wir in den Rahmen jetzt einmal Souvenirs reinbasteln. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einen Kürbiskopf. Wir nehmen jetzt hier verschiedene Köpfe. Das heißt einmal Creeper, Zombie, Spieler, Drache, Skelett, Skelett Wither, dann haben wir einen Pickling-Kopf. So, dann können wir noch andere Sachen reinbasteln. Dann habe ich gedacht, einmal hier so ein schwarzes Bündel, Enderauge, Totem und einmal eine mysteriöse Flasche. Dann brauchen wir wieder eine Laterne. So, einmal die Laterne kopieren. Die bauen wir dann einmal da in die Ecke und hier in die Ecke. Jetzt nehmen wir einmal polierte Stuffsteintreppe. So, das bauen wir dann einmal hier irgendwo in die Ecke. Dann machen wir eine Kasse dahin. Warte mal, das heißt jetzt hier. Oder da, warte mal hier. Da mache ich die hin. So, die Kasse. Warte mal, das war zu weit. Hier mache ich die hin. So, einmal hier. So rum, okay. Dann könnte man das hier auch noch wegbasteln, damit man Platz für die Kasse hat. Dann gucken wir mal, ob wir das jetzt hier noch machen. Hier so eine
Sitzgelegenheit. So, dann haben wir hier den Dreier. Dann nehmen wir einmal einen Rahmen. Und dann nehmen wir noch einmal ein Smaragd. Das ist nämlich das Zahlungsmittel. Wir werden jetzt als erstes hier, so wie das ist, auf der anderen Seite genauso basteln. Jetzt haben wir auf beiden Seiten ein Souvenirladen. Einmal hier, einmal dort. Warte mal, jetzt haben wir hier nur Köpfe. Habe ich einen frei gemacht? Ah, da fehlt mir noch eine Seite. Guck mal. Das heißt, ah gut, da müsste ich gleich noch einen hinbasteln, eine Reihe. Dann nehmen wir einmal eine Kette. Dann gehen wir einmal hier in die Ecke. So. Da kommt die Kette hin. Und einmal hier in die Ecke die Kette. So, dann werden wir jetzt beide Seiten komplett bis nach hinten zur Wand einmal ziehen. Jetzt nehmen wir eine Laterne. Dann werden wir auf der Kette einmal die Laterne basteln. Das heißt, wir zählen ab von hier aus. Ihr seht ja jeweils immer, Dreierseite ist ein Block. Das heißt, 1, 2, 3 und ab dem vierten machen wir jetzt hier eine Laterne. Dann hier wieder das gleiche. 1, 2, 3 und ab dem vierten eine Laterne. Warte, so, da. Okay, Abstand passt. Dann geht es immer so weiter. 1, 2, 3 und ab dem vierten Laterne. Und die letzte Laterne. So muss es dann aussehen. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Laternen. Die werden wir natürlich auf der anderen Seite genauso bauen. Nach den Laternen gehen wir jetzt einmal hier zu der Kioskwand. Dann machen wir hier einmal eine Blockreihe. Einmal nur so kurz. Dass wir genau wissen, ab dieser Höhe machen wir jetzt einmal Gemälde dahin. Das heißt, wir gehen jetzt von dieser Höhe aus hier hin. 1, 2, 3. Und ab dem vierten schlagen wir zwei Blöcke raus. Dann lassen wir vier sichtbar. 1, 2, 3, 4. Und dann wieder zwei Stück raus. 1, 2, 3, 4. Und dann wieder zwei Stück. So, dann haben wir das einmal aufgeteilt. Dann haben wir jetzt hier einmal 1, 2, 3, 4 Stück. So. Jetzt nehmen wir einmal polierte Schwarzsteintreppe. Die bauen wir dann nämlich einmal so da rein. Dann schlagen wir jeweils zwei Zweierblöcke raus. Da haben wir hier ein Quadrat. Und dann hier oben machen wir noch einmal Treppe in diese Richtung. 1, 2, Treppe. So. Dann nehmen wir Seelaterne. Wir gehen jetzt einmal hier hinter. Dann werden wir da, wo wir jetzt das hier rausgeschlagen haben, einmal Seelaterne dahin basteln. So. Schließen jetzt einmal die Lücken mit Seelaternen. Nach den Seelaternen nehmen wir jetzt einmal Gemälde. Dann werden wir schauen, dass wir jetzt immer so ein Gruselgemälde bekommen. Warte mal, von hier unten. Okay, dann haben wir jetzt hier einen Totenkopf. Dann die. Moment, was haben wir jetzt noch? Okay, Totenkopf, hier Spinne. Warte, ich hab sie gleich. Da sind sie. So, dann haben wir jetzt hier eine Reihe Gemälde. Und das, was wir jetzt hier gebastelt haben, werden wir natürlich auf der anderen Seite genauso basteln. So, auf der anderen Seite habe ich natürlich hier die Bilder, die wir jetzt hier haben, andersrum gebaut, damit es dann so ein bisschen anders aussieht. Okay, dann nehmen wir einmal hier verstärkten Tieferschiefer. Den bauen wir dann einmal jetzt hier hin. Dann nehmen wir einmal eine Seelaterne, die machen wir dann hier hin. Die bauen wir dann, warte mal, noch einmal tiefer. Und dann nehmen wir eine Stufe, dann leuchtet das da durch. Dann nehmen wir jetzt einmal einen Rüstungsständer, den bauen wir hier oben drauf. Und dann kleiden wir die Figur ein mit Never-Rüstung. Das heißt jetzt hier einmal Brust, Hose und Schuhschuh. Dann nehmen wir noch einen Skelettkopf oder den Kopf eurer Wahl. Dann gehen wir in die Hocke, so, ne? Warte mal, wo bin ich? Fliege ich schon? Nein, so, Hocke, da.
So, Hocke gehen. Und in der Hocke, warte mal, andersrum. So, in der Hocke können wir dann einmal die Position ändern, wie die Figur stehen soll. Okay, machen wir mal, weiß ich nicht, irgendwas Lustiges oder Dramatisches. So, wir halten die mal, warte mal, so. Okay, dann kriegt die dann einen Streitkolben in Hand. Ne, warte mal, wir sind ja noch in Hocke, warte. Nochmal, links, rechts, so. Ah, warte mal, das war doof, warte mal, wir gehen nochmal. So, genau so. So, dann einmal aus der Hocke raus. Und dann kriegt er einmal einen Streitkolben in Hand. So, das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Nehmen wir dann einmal wieder tiefer Schiefer. Den bauen wir dann wieder hier hin. Warte mal, ist das genau richtig? So, ja, passt. So, dann einmal die Figur. Fertig. Achso, da muss er auch das Licht da drunter. So, einmal eine Lampe, damit es auch schön leuchtet nachher. So, haben wir das einmal zugebastelt. Jetzt werden wir hier den Garten noch kreieren. Ich habe jetzt hier ein paar Pflanzen genommen. Fackelblume. Machen wir einmal versetzt. Hier, dort und dahin. Hier, ich mache drei Stück einmal so. Hier und einmal dort. Dann nehme ich noch mal ein bisschen Flieder. Ja gut, das kann ich dann hier hinten ein bisschen. Und einmal dort ein bisschen. Und da. Hier auf der Seite auch. So, dann werde ich hier noch weiter Rosen. Passen die auch dahin? Das soll so ein kleiner Garten noch sein. So, dann hier hinten noch eine. Und dann nehmen wir unser Knochenmehl. Und das verteilen wir dann jetzt hier in die freie Fläche. Dass wir hier noch ein bisschen Gras hinbekommen. Dann kommen noch so kleine Blümchen bestimmt. Ne, Blümchen kommen da nicht. Doch da, kleine Blümchen kommen noch dazu. So. Dann haben wir jetzt hier so einen kleinen vollen Garten. So, das ist ein bisschen zu hoch. Und der auch zu hoch. So, dann auf der Seite. Und es ist dunkel geworden. So sieht das dann einmal aus. In der Dunkelheit mit unseren Lämpchen. Jetzt gehen wir hier einmal noch zum Tor. Dann nehmen wir noch einmal wieder unseren Ziegelstein. Und dann nehmen wir einmal wieder die Treppe. Dann erweitern wir das. Das heißt, hier kommt Treppe. Was haben wir jetzt hier gemacht? Ganzen Block und dann wieder Treppe, ne? So, Treppe. Dann auf der Seite. So. Dann einen ganzen Block. Und dann auf der Seite. So, der geht, glaube ich, bis oben hin, ja. Und dann haben wir hier noch eine Stufe. Jetzt haben wir in diesem Bereich erstmal soweit alles fertig. Später werden wir natürlich hier noch diese Wand kreieren. Aber wir begeben uns jetzt erstmal in den Berg hinein, denn wir müssen natürlich eine Menge rausbauen. Jetzt geht es in den Bergbau. Wir müssen natürlich jetzt in den Berg Blöcke wegbauen, damit wir Platz haben für unsere Gehege. Wir benötigen als erstes ein Feuerzeug, Seelaterne, TNT und natürlich Nuckelzaubertrank, Nachtsicht 8 Minuten. So, wir nehmen als erstes den Nuckelzaubertrank. Dann schmeißen wir die Flasche irgendwo in die Ecke, so wie es sich gehört, in die Natur. Dann werden wir hier in der Mitte das wegschlagen. Wir nehmen als erstes hier unseren TNT. Dann werden wir einmal das komplett in die Länge bauen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal ganz weit nach hinten. So, wenn wir eine gewisse Länge haben, das müsste eigentlich schon reichen. Oh, ist schon weit. Okay, wenn wir eine gewisse Länge haben, dann nehmen wir eine Seelaterne. Wir werden jetzt hier die Seelaterne von den Sandsteinpfeiler zu Sandsteinpfeiler, also genau hier mittig, Seelaterne. Dann werden wir von hier aus 11 Stück in die Länge bauen. Das ist die erste, zweite und einmal die 11. So, haben wir jetzt einmal 11 in die Länge gebaut. Dann werden wir einmal von hier aus, ne, von hier, ziehen wir jetzt einmal eine Reihe nach hinten. So, einfach nach hinten ziehen. Dann nehmen wir TNT und wir zählen einmal ab. Oder beziehungsweise, ja gut. Wir können jetzt erstmal ein Maß nehmen von 15. So, wir nehmen erstmal 15. Von hier aus 1, 2, 3, 4, 5, 6,
und die 15. So, das erstmal so als Maßeinheit. Wenn jetzt jemand fragt, wie weit soll ich das denn jetzt bauen? 15, okay, erstmal 15. Und die, für die Fortgeschrittenen geht das dann so, dann einmal auf der anderen Seite, also wir haben einmal hier, dann auf der Seite, einfach in die Länge bauen, gewisse Länge, wo man sagt, okay, das ist schon 15, 20 oder so, und dann kann man einmal den nach hinten ziehen, wieder zu der Laterne, so. Dann haben wir jetzt einmal links und rechts eine Länge. Und dann geht es immer so weiter. Das heißt, wir haben das jetzt einmal nach da gebastelt. Und dann werden wir ab und zu, hey, machen wir die nächste Reihe. Gehen wir jetzt hier hin. Ziehen wir das auch in die Länge. Erst bauen wir das einmal wieder raus. Dann ziehen wir das einmal so. Bis zum Weg, den wir jetzt hier haben. Dann auf der anderen Seite. So, okay. Dann geht es immer so weiter. Das heißt, jetzt hier wieder, würde ich sagen, da. So, wir haben jetzt hier, wie viele Straßen, wir sagen mal Straßen dazu. Wir haben die erste, dann haben wir die zweite, dritte und die vierte. Dann machen wir noch eine fünfte, dann müsste das reichen erstmal. So, fertig. Jetzt werden wir von hier aus auch einmal das nach hinten ziehen, bis wir dann natürlich wieder beim Eingang sind. So, da sind die Seelaternen. Okay, bis dort, okay. Bis dahin kommt das TNT. Die Seelaternen dienen nur als Abstandshalter, damit wir wissen, wie weit wir das Dynamit bauen können, so dass wir nicht hier den ganzen Eingangsbereich wegsprengen. So, ich muss auch gucken, damit ich gleich nicht den ganzen Berg wegbaue mit der Sprengung. Aber wie ich schon sagte, wir müssen natürlich einen großen Berg aussuchen. Der ist eigentlich schon ganz schön groß. Natürlich hier hinten sind auch welche, wie ich schon sagte, sucht euch einen ganz großen, heftigen Berg aus. So, jetzt geht die Sprengung los. Jetzt sind wir gespannt. Vielleicht ist das auch die letzte Folge und ich muss alles wieder neu bauen. So, wir nehmen ein Feuerzeug. Und jetzt gehe ich erstmal nach draußen, damit ich auch sehe, wie das alles jetzt hier in die Luft fliegt. Wichtig ist der Eingangsbereich. Wenn jetzt hier außen noch der Berg wegsprengt, aber das glaube ich nicht, das wäre sonst, so viel Dynamit habe ich ja auch nicht reingemacht. So, explodiert immer noch. Wir gehen jetzt schon mal langsam rein. Oh, das sieht schon super aus. Ja, genau so muss es sein. So, wir haben jetzt hier eine Menge weggesprengt. Genau, passend, perfekt. Warte, was haben wir hier? Wir gucken uns da mal ein bisschen um, aber das ist nichts, was den Berg zerstört hat. Wichtiger ist, dass wir jetzt hier, warte mal, ich mache noch eine Umrandung hier, damit wir wissen, hier ist der Eingangsbereich. So, genau da ist der Eingangsbereich. Später wird es natürlich noch größer. Das wäre ja ein bisschen klein, aber das ist jetzt nur als Hilfslinie, wenn wir jetzt einmal hier hinten sind und es mal dunkel wird, wissen wir genau, da ist der Eingang. So, wir haben jetzt hier eine Menge Fläche rausgebaut, kann man sagen, oder rausgesprengt. Und in der nächsten Folge machen wir dann hier als erstes, kann man sagen, ja, den Mittelpunkt unseres Minecraft-Zoos. Und dann geht das von hier aus einzeln in die Gehege. Wir gehen erstmal wieder nach draußen. Das hat sich erstmal hier erledigt. Draußen benötigen wir jetzt noch einmal Tropenbaum, Laub und einmal glatten Sandstein. Wir gehen jetzt einmal hier wieder zu unserem Eingang. Hier werden wir dort einen Stein hinmachen. Dann dort ein Stein, dahin und den weg. Dann haben wir hier einmal eine Diagonale. Das gleiche hier auch. So, warte mal, das war falsch. So. Richtig? Okay. Dann noch eine Diagonale. Dann werden wir das einmal hier verbinden. Bauen das einmal hier oben zu. Dann werden wir die Blöcke einmal komplett ein bisschen nach unten basteln. Jetzt benötigen wir einmal einen Grasblock. Wir werden jetzt natürlich hier eine Verbindung aufbauen. Das heißt, von hier aus ziehen wir jetzt einmal die Reihe dorthin. Und dann geht es immer so weiter. So wie der Berg verläuft, mache ich jetzt einmal die Grasblöcke dahin.
So, die Grasblöcke mache ich jetzt bis hier in die Ecke. Oder beziehungsweise bis hier hinter machen wir die. Dann nehme ich hier noch die, einmal die Seite. Dann haben wir den Punkt erreicht. So, dann auf der anderen Seite das gleiche. Da ist er natürlich ein bisschen kürzer. Das heißt, hier da können wir einmal direkt fertig. Hier natürlich ein bisschen versetzt noch. Das heißt, hier können wir noch einen hinmachen. Dann seht ihr ja selber, wie der Berg ist. Einmal da. Dann würde ich den noch nach vorne machen. Den nach da, warte mal. Den hier noch nach vorne. Den dahin. Den nach vorne. So. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Versatz, ne? Dann nehmen wir einmal Tropenbaumlaub. Das werden wir natürlich hier oben von der Kante aus. Bauen wir das einmal hier so entlang. Dann von hier aus einmal runter. So, bis in die Ecke, okay. Dann einmal von der Seite so runter. Dann dahinter die nächste Reihe. Dann bauen wir eine Reihe hier oben drauf. Und dann an der Seite natürlich auch. Dann machen wir hier so ein paar Fasern. Warte mal, hier oben können wir noch diese Reihe davor bauen. So, da drüber. Dann machen wir hier versetzt. Dort einen hin. Dann diagonal einen dorthin. Dann würde ich sagen, hier noch zwei Stück. Und dort zwei Stück. So. Dann werden wir an den Seiten hier hinter auch einmal so Gras dahin basteln. So. Und hier. Dann noch eine Reihe da drauf, damit man das auch sieht. So. Und dann würde ich sagen, hier auch noch einen hin. Dann sieht das von der Seite so aus. Dann können wir hier auch noch da versetzt so zwei Stück hier machen. Oder dort noch einen hin. Dann auf der anderen Seite das gleiche. Dann, warte mal, die Spitzen mache ich noch einmal weg. So, und den Rest machen wir einmal einfach dahinter. Bauen wir das einfach so jetzt mit den Tropenbaum zu. Das heißt, hier die ganzen Lücken schließen wir damit. An den Seiten. Aber hier oben sieht man nicht so viel, ne, oder? Oder wir machen noch einen hier hinter. Warte mal, einen hier hinter. Und den machen wir ein bisschen höher. Auch hier wieder mit Versatz. Dort. Das müsste so reichen, okay. Dann machen wir hier auch das einmal. Das heißt, hier hinter nochmal. Wir sind jetzt wieder am Ende der Folge. Wir haben jetzt hier wieder eine Menge getan. Und wir haben natürlich die Vorbereitung gemacht für das erste Monstergehege, was wir dann in unseren rausgesprengten Berg gebastelt haben. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Bauen und wir sehen uns dann wieder bei Play Sample.